Moin Moin, mein Name ist Heinrich mit der kaputten Spitzhacke oder Eisenpickel und mit mir spielt die Mathilde. Genau, wir hatten mal vor einigen Runden von euch den Tipp gekriegt, doch mal PvP auszuschalten und das haben wir uns getan. Jetzt können wir uns ja gar nicht mehr schmerzvoll umarmen. Nee. Vorbei ist es mit dem tollen Liebesspiel. Aber man kann es wieder deaktivieren. Also von daher, irgendwann kann ich die wieder schlagen. Aha! Ja, ich glaube, wir brauchen Holz. Nee, ich brauche erstmal schöne Fettraupe. Und darauf ein Steak. Fettraupe mit Steak. Yummy, yummy. So, was brauchen wir? Was geht hier los? Was machen wir heute hier? Gute Frage. Was wir heute machen, wir versuchen dasselbe wie jeden Tag, Pinky. Wir versuchen die Weltherrschaft an uns zu reißen. Oh, Weltherrschaft. Sklave frei, Sklave frei. Wollen wir jemanden vermoppeln, knoppeln, verhauen? Kann wir machen, dann muss ich nur meinen Knüppel holen. Wollen wir uns irgendwie jemanden aus dem Norden holen? Einen Kämpfer? Ja, können wir machen. Ja, dann hol ich auch. Wir bräuchten auch, glaube ich, noch einen coolen Schmied oder so. Ich weiß nicht, wie weit du bist, ein größeres Rad der Schmerzen bauen zu. Ein größeres Rad der Schmerzen? Das hört sich doch gut an. Schmerz, 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 Schmerz. Ich muss jetzt mal gucken, wo das wieder drunter war. Überleben wahrscheinlich, oder? Ich suche es immer. Ich suche es immer. Oh. Wollte schon sagen, eine Megatröte ist aber nur ein Fischernetz. Dingensbummens. Rad der Schmerzen, das nächste. Brauche ich Level 30? Ich habe 26, das heißt, ich brauche eh XP. Wir müssen irgendwas töten, versklaven, eliminieren, strangulieren. Ja, dann gucken wir mal. Wir bräuchten ja rein theoretisch Schmied, Koch können wir noch gebrauchen. Wir können auch so viel gebrauchen, also von daher. Okay. Die werden ja nicht schlecht. Nee, die werden nicht schlecht. Wo ist denn mein Knüppel hier? Na, wo hab ich? Ich hab einen Knüppel. Ja, ich hatte ihn hier irgendwo reingepackt. Frag mich nicht, wo hier. Hier ist eine Spitzhacke. Hier ist eine leere Truhe. Hier ist ein Schwert. Hier lebt das Chaos. Köpfe. Ah, da ist ein Knüppel. Nehme ich den. Hast du ein Seil? Ja, zum Strangulieren. Dabei. Wohl, das behalten wir nochmal. Habe ich zwei? Ich habe zwei Wasserschläuche. Ich hab einen. Dann heben wir den einen auf. Wahrscheinlich von einer Leiche bekommen oder so. Wirklich? Schadet ja nicht. Als wir mal größere Touren machen, können wir die ja mitnehmen. Jupp. Jupp. Aber erstmal muss ich trinken auffüllen. Zack. Das ist eine gute Idee. Ich habe zwar noch ganz viel, aber schadet ja nicht. Ja, ich habe kaum was. Ah, wo bist du? Bist du schon nach Norden? Nee, ich bin jetzt zum See gegangen. Ja, das ist Norden. Ah, ein Hauch von Norden. Was ist das denn hier? Hä? Ist hier schon immer eine Kiste im Wasser? Das ist... Oh, der große Stein ist weg. Das ist die Kiste, die wir öffnen können, wenn wir King Kroko besiegt haben. Und uns wurde gesagt, dass wir das nicht machen sollen. Vor Level 50. Bevor wir Level 60 haben. Oder 60, aber oh, wo ist der große Stein? Genau, Level 60 war es. Genau. Der große Stein ist weg. Haben wir den vielleicht letztes Mal weggehauen oder so? Konnte man den weghauen? Ich glaube nicht. Keine Ahnung, zumindest ist er nicht mehr da. Aber es ist auf jeden Fall praktisch, wenn wir hier eine Mauer haben, können wir uns draufstellen und King Kroko, ja, mit Pfeilen so ein bisschen penetrieren. Oh, Kroko. Da fällt mir gerade ein, ich muss noch einen Speer basteln. Oh, Kroko-Time. Hm? Wo ist denn hin? Ach, komm. Ist der da? Wo wollen wir denn unseren Mitarbeiter? Ja, wir hatten noch da, wenn wir geradeaus hochlaufen, links oder rechts doch irgendwie, ja, ich sag mal Dörfer mit dunkelhäutigen Menschen. Links war einer, auf dem Plateau war was und direkt geradezu, wo die Strauße sind, war auch noch ein Dorf. In dem waren wir auch noch.
Irgendwer hat doch in den Kommentaren geschrieben, dass er auch ja, Sklaven zum Nahkampf also benutzt. Ja, irgendwie, dass du die dann als Begleiter mitnimmst. Klingt ja eigentlich auch ganz gut, aber das würde ich nicht mit einmachen, dann nimmt jeder einen so. Bräuchten wir quasi zwei. Ja, das würde ich dann machen, wenn wir zum Beispiel sagen, so, wir wollen jetzt in den Dungeon gehen. Ja, stimmt, dann werden die aber nicht mehr belegen, erleben. Ja, weil man kann ja auch Tiere als Begleiter nehmen, zum Beispiel. Was meinst du? Was für Tiere? Hyänen. Ah. Kann man ja auch als Begleiter wählen. Da muss man aber aufpassen, weil die greifen einfach alles an. Ah, das ist natürlich kacke. Wenn du einen Gegner nicht angreifen willst und der greift automatisch den an, dem müsste man schon Befehle geben. Genau. Deswegen, wenn du nicht willst, dass die angreifen, dann musst du sie halt in dein Inventar packen. Aha. Genau. Ich packe meinen Sklaven ins Inventar. Genau. Also ich weiß nicht, ob das mit den Sklaven auch geht. Ich hab gerade nur Knack, Knack gehört. Was meinst du? Also es geht wohl mit den Tieren. Ob das mit den Sklaven auch geht, weiß ich nicht. Stimmt, hier oben rechts war auch ein Stamm, ne? Ja, aber in dem waren wir schon. Guck mal, da direkt geradezu ist auch ein Stamm. Und in dem waren wir noch nicht. Okay. Ah, hier links ist auch welchen Freiwilliger. Bei den Straußen? Ja. Leben die in Einklang? Weiß nicht. Vielleicht ist das ja irgendein Held. Schießen? Ja, lassen wir mal anlocken. Mal gucken, was wir da kriegen. Ey, komm her! Komm mal her! Komm mal her! Ja, fein machst du das. Komm mal her! Oh, Nahkämpfer. Willst du ihn haben? Oh, Kämpfer 2! Ja, Knüppeltime! Ich muss gerade mal gucken. Ausweichen war... als... Ui, da hat er mich erwischt. Oh, der soll mal stehen bleiben. Ich muss gerade mal gucken, wie wir blocken. Ah, okay. Entschuldigung, ich habe ein paar Tage wieder nicht gespielt. Ey, Knüppeltime, Ausdauer. Oh, ich bin kaputt. Ich auch? Ja, ich hau auch daneben. Jetzt haut er mich. SRG, denk daran, blocken. Hallo, du kleiner Hecht. Jetzt habe ich den umgehauen. So. Dann packe ich den mal ein, ne? Nimm ich den mal mit. Okay. Wir können leider nur einen mitnehmen. Das finde ich schade. Pass auf, ja, hinter dir sind Viecher. Die müssen wir jetzt nicht kämpfen, du. Das können wir mal Viecher sein lassen. Achtung, du wirst angegriffen. Helfe ich dir mal ganz kurz. Ach, was? Ja? Ach, klar. Nicht. Ich wollte doch nur nett sein. Ja, ist ja auch mein Dank. Jetzt, wo wir uns nicht mehr gegenseitig hauen, können wir auch zusammen draufkloppen. Eigentlich, wenn wir auch hier sind, können wir ein bisschen Eisen mitnehmen, oder? Du kannst ja schon mal vorgehen, du hast ja deinen Kumpel, ich habe hier noch ein bisschen Eisen. Du hakst schon wieder so ein bisschen. Das ist, seit ich Push-to-Talk nutze. Ah, okay. Ah ja, damit wir das Echo nicht haben, haben wir das gemacht, ne? Yep. Vielleicht erlege ich auch noch ein paar Vögelchen. Jetzt willst du es wissen. Jo. Warum gehe ich überhaupt? Ich kann doch rennen. Ah, ich darf nicht rennen. Ah, habe ich vergessen. Sklave, Boden, wird wund. Das ist doof. Oh, da kommen gleich zwei Vögelchen. Ah, jetzt weiß ich, glaube ich, was du mir mal bauen solltest. Mir fehlt eine Fackel. Und was fehlt dir? Eine Fackel. Fackel ist ein guter Hinweis, danke. Es wird dunkel, ich kann nichts sehen. Ich habe Angst im Dunkeln.
glaube, der eine Vogel wurde gerade von einer Hyäne gerissen. Praktisch. Nee, Coco, keine Lust. Bleib am Wasser. Geh baden. Guck Netflix, geh mir nicht auf den Sack. So, und ich werde mich auch bemühen. Ich möchte ja natürlich nicht, dass irgendjemand unserer Zuschauer einen Herzinfarkt bekommt. Deswegen werde ich mich bemühen, mich nicht mehr ganz so dolle verletzen zu lassen. Besser ist. Ah! Wieder rein, du Leibeigner. Will ihn nicht nehmen. Hab ich was verpeilt? Muss hier mal schnell jemanden segnen. So segne ihn. Ja, die meinte gerade, mich angreifen zu müssen. Dann muss ich die jetzt segnen. Ich wollte doch eigentlich Vögel schießen. Kann ich jetzt den Gegenstand nicht wegpacken, weil ich ihn ausgerüstet habe? Ja. So, du hast doofes. Was stellen wir jetzt mit dem angebrochenen Tag an? Ach ja, die Mauer fährt. Die Mauer, ja. Warum sehe ich jetzt meine Spitzhacke nicht mehr? Ach, eine Fackel. Ha, fast das Wichtigste vergessen. Eine Fackel, was braucht man nochmal? 5 Äste und ein bisschen Lanzenfasern. Da habe ich alles nicht mehr da. So, ich habe jetzt 37 Federn. Ach, hole ich mir von draußen. Oh, wird das schon wieder hell. Jo, ich bringe Holz auf den Rückweg mit. Weil wir brauchen Holz für unsere Schmiede. Du kannst ja eine bessere Fackel bauen. Ich glaube, ich habe das nicht gelernt. Nee, ich bin der Fackelmacher. Kannst du mir eine Fackel machen? Hatte ich nicht erst letztens eine Fackel für dich? Weiß ich nicht. Hast du mir die vielleicht irgendwo hingelegt? Keine Ahnung. Ich mache dir einfach noch eine. Also, ihr müsst verstehen, wir haben jetzt ein paar Tage Pause gemacht. Oder ein paar Tage, ich glaube, eine Woche oder so. Weil, ich glaube sogar mehr. Ja, das Problem ist, es ist wirklich ein Problem. Das Spiel lädt ein, quasi, dass man mal so einen Tag quasi 8 bis 10 Stunden das Spiel zockt. Das Problem ist, dann haben wir quasi 16, 20 Folgen und weiß ich nicht, sind dann, finde ich, zu weit fortgeschritten. Also wenn ihr dann, wenn wir ein Video rausbringen quasi, ihr einen Kommentar zu macht, dann sind wir quasi 20 Videos weiter. Das ist irgendwie nicht so toll. Nee, wir versuchen ja jetzt auch schon zu sagen, dass wir nicht mehr als 1 bis 2 Wochen voraus. Also 3 bis 6 Folgen. Genau. Weil ein bisschen vorproduzieren müssen wir, weil ihr wisst es ja selber, scheiß Real Life, Arbeit und so, da hat man manchmal in der Woche überhaupt keine Zeit.
Vielleicht irgendwann, wenn wir 5 Millionen Abonnenten haben und bekannte YouTuber sind, haben wir das Problem nicht mehr. Wobei wir jetzt immerhin, oder du, auch bei Twitter bist. Twitter. Heinrich der Influencer. Dafür schreibe ich zu wenig. Ja. Was brauchen wir denn überhaupt noch ein Steinchen hier? Ich weiß nicht, weil wir waren ja auch noch nebenbei dabei, Steine für deinen aufgerüsteten Tempel und für meinen aufgerüsteten Tempel zusammen. Ja, das haben wir so nebenbei gemacht. Ich wollte noch die Mauer hier zumachen, da brauche ich noch ein bisschen. Weil die eine Seite ist noch ein Tuck offen. Den Innenausbau kann man dann noch später machen oder so. Ich weiß sowieso nicht, was wir da hinbauen. Ja. Auf jeden Fall das größere Ratschmerz. Ratschatz. Ja, ich glaube, wenn du das größere Rad hinstellst, dann kannst du quasi das alte abreißen. Weil mit dem größeren Rad kannst du, glaube ich, schon zwei Leute auf einmal versklaven. Ja. Gerichtetes Holz. Geh weg, ich will nicht dich töten, du bist Pflanzenfresser. Wie viel gerichtetes Holz haben wir nochmal? Oder geformtes Holz? Ich weiß gar nicht mehr. Ich hab da einen Haufen gemacht, aber auch zum Teil für Kisten und für unsere Tempel. Aber unsere Tempel brauchen ja auch ganz viel davon. Wenn nicht, machst du einfach wieder welches. Ja, ich hab jetzt einfach das, was ich brauche, da noch reingemacht. Ziegel, 60 geformter Holz und 250 Eisen verstärkt. Ei. Ja, das ist halt. Ist halt so. Eisen und Stein. Das ist schon die Überlegung wert, ob eine zweite Schmiede sind, also ein zweiter Ofen sind. Also ich glaube, es wird nicht weniger, was wir brauchen, ne? Wird ja immer mehr. Eben. Und unten haben wir noch Platz, also du kannst auf jeden Fall, wenn du willst, eine zweite Schmiede bauen. Und in der ersten Etage, die wir haben. Übrigens, in der Kiste zwischen der Rüstungsbank und der Schmiede oder des Ofens ist eine Fackel. Eine nur? Ja, wie viele Fackeln willst du mit dir rumschleppen? Keine Ahnung. Viele. Dann weiß ich doch Bescheid. Alles gut, dann nehme ich mir eine. Würde ich die Kiste fast gerne nämlich leer räumen und den zweiten Ofen direkt neben dem ersten stellen, dass die zusammen sind. Wie mache ich das jetzt? 540 Steine. Haben wir nämlich einen Ofen für Eisen und einen für Ziegel oder so. Drei Steinchen fehlen. Steinblöcke.
Ach, dann brauche ich noch ein bisschen Stein. Ja, dann bin ich hier mit der Seite fertig. Ist nicht schön, aber hey, Hauptsache es funktioniert. Hübsch machen kann man später. Ups, das war falsch. Ich habe mir wehgetan, darauf erstmal ein Steak. Auch voll die einseitige Ernährung. Ein bisschen. Ah, mir fällt ja gerade auf, du hast ja bei unserer Basis hintenrum ja nur eine Treppe gebaut, ne? Ohne Mauer und so. Ja, aber da ist eine Stufe. Naja, für Monster. Aber hat doch mal jemand in die Kommentare geschrieben, dass wir auch irgendwann... Das war doch hier diese Leiste, diese Säuberungsanzeige. Ah, deine Basis wurde gefunden. Ich nehme es mir vor, deine Basis wurde gefunden. Das heißt, früher oder später wird dich auch die Säuberung ereilen. Das heißt, dass da KI-Gegner kommen. Zwar ein bisschen hin, aber das wäre natürlich der Schwachpunkt. Da könnten sie ja quasi geradewegs in unsere Basis laufen. Ja, dann müssten wir da auch nochmal einen hinstellen. Ja. Meinen Tempel dann. Später. Weil dein Tempel ist ja, dein Tempel ist ja Wurst. Den können sie ja da. Weiß nicht, ob sie auf Tempel stehen. Ob die Bock drauf haben. Dürfen wir bloß nicht vergessen. Aber ich glaube, wenn es soweit ist, denke ich dran. Na dann. Vielleicht haben wir bis dahin auch eine Sklavenarmee. Dann schicken wir die einfach vor die Mauer und sagen, mach mal. Und wir sind dann auf der Mauer und essen schön lecker Fett drauf. Wir sind dann auf der Mauer, auf der Lauer. Genau. Und singen. Wir singen, während andere kämpfen. Ja, genau. Wir essen Fettraupen und singen. Toll, jetzt ist mein Angst kaputt. Ah, Kroko, geh weg. Ach, warum kämpfen? Ich brauch doch nicht kämpfen. Komm, geh weg. Ich hasse Krokos. Geh mir mal auf den Sack. Dafür haben wir auch, glaube ich, das falsche Gebiet ausgewählt. Ja. Ups. Nein, ich habe vergessen, ohne Ausdauer kann ich ja nicht klettern. So, ich nehme jetzt mal das Zeug aus dieser kleinen Truhe hier raus und pack da die Schmiede hin, die zweite. Nein! Hast nicht? Ach nee, da ist noch die... das andere Objekt, Holzkiste. Passt trotzdem nicht. Scheibe. machst du es halt neben der Treppe oder so? Ja, oder ich versetze die Treppe auch noch ein Stück. Ja, so mache ich. Ah, ich sehe, ich kann immer noch keine Treppe bauen. Okay. Guck mich nicht so an, du. Guck mich der Sklave komisch an. Oh!
lassen. Du hast ja wirklich die Treppe weggemacht. Ja, habe ich doch gesagt. Hatten wir nicht irgendwo noch eine Treppe? Kann sein, ich mache noch eine. Juhu! Dafür brauche ich nur ein paar Steine. Boah. Definiere paar. Ja, ich nehme mir einfach welche aus der Schmiede. Oder so. Wie viele Treppen brauchst du denn? Nur eine. Wieso kann ich da jetzt keine Decke hinpacken? Ja, weil was ein Weg ist. Wieso? Die andere Spiele konnte ich da doch auch drunter setzen. Ja, da war das Deckenelement aber vorher da, oder? Ich glaube... Oh, Mann! Kannst du das Objekt nicht nochmal nehmen? Ja, kann ich. Siehst du, alles gut. Und ich kann es da trotzdem nicht hinpacken. Dann machen wir erstmal die Treppe. Genau, machen wir eine Treppe. Die Treppe will da aber erst hin, wenn ich dein Deckenelement habe. Soll ich dir deine Treppe einmal geben? Ja! Ich kann's kaum erwarten! Meckert er, dass ich nicht genügend Platz im Inventar habe, weil die Scheiß der Ofen so schwer ist. Da ist es eine Sandsteindecke hier, eine Treppe in der Kiste. Nimm dir bitte nur ein. Ich brauche auch genau nur eine. Oh, jetzt wollte es. Weil die Mauer halt so einen leichten Versatz hat. Was ich auch eigentlich ganz gut finde. Hm. Juhu! Ach ja, es wäre cool, wenn du für da oben dann auch noch ein Geländer machen könntest. Ja, das mache ich so nebenbei. Ich habe hier gerade noch ein paar Geländestücke gerade rausgenommen. Die baue ich auch gerade an. Ich wollte es nur schon mal anmerken. Dann habe ich auch noch ein bisschen Material. Dann kann ich auch noch 8 Stück bauen und dann war es das erstmal. Aber ich mache nur zur Außenseite, zum Innenhof nicht. Ich bin noch am überlegen, ob ich bei den Treppen, wo die Treppen runtergehen, so eine Art noch ein Häuschen mache. Einfach nur so eine Tür, falls jemand auf die Mauer kommt. Können die Gegner klettern? Ich hab keine Ahnung. Das wäre nochmal eine... Und wenn, dann kriegen wir es ja mit. Ja, ich glaube, wir können dann demnächst noch mal eine Eisentour starten. Eisentour? Mhm. Boah. Ich hab zwar noch ein bisschen... Ja, können wir machen. Also, ich bin gerade frei. Ich wollte noch den Rest Eisen und Stein, was ich habe, mal wegräumen. Und dann können wir auch schon los. Ja, ich muss mich auch noch ein bisschen ausleeren. Jetzt ist da Stein, okay. So, muss ich erstmal gucken, was ich hier alles ablegen kann. Eisenhackmesser brauche ich nicht. Äste brauche ich nicht. Knüppel brauche ich nicht.
Ja, ich habe auch eigentlich... Bin irgendwie ist zu viel Gewicht. Kann ich das nicht auch irgendwie verbessern? Das... Oh, ich habe noch Punkte. Cool. Belastung, Belastung, Belastung. Kann man hier irgendwie was nehmen? Die Belastung legt fest, wie viel du tragen kannst. Je höher dein Belastwert ist, desto mehr kannst du tragen. Gut. So, ich hoffe, ich kann jetzt mehr tragen. Habe ich jetzt nicht so ganz im Spiel wahrgenommen. Oh, Entschuldigung, ich habe vergessen, Push to Talk. Ich habe mich gerade noch mal vollgefuttert, bevor wir losziehen. Das sollte auf jeden Fall halten. Hast du deine Fackel dir schon geschnappt? Ja, die ist im Inventar. Gehen wir wieder durch die Wüste geradeaus? Würde ich sagen. Das war ja sehr ergiebig da. Ja, ich marschiere dann schon mal los, weil... Oh, ich mache mich auch gerade schon auf den Weg. Komm mal nach. Gegen Kroko ist rechts, nicht wundern. Okay. Aus dir mache ich Stiefel, mein Freund. Schöne Leder-Kroko-Lederstiefel. Da ist bestimmt auch noch genügend über, dass ich mir eine schöne Handtasche daraus machen kann. Kannst du mehrere von machen. Oh, dann verkaufen wir King Kroko Lederhandtaschen. Ich kann mir vorstellen, da gibt es bestimmt irgendwie super geiles Leder, wovon wir uns super geile Kleidung machen können. Wenn wir dazu in der Lage sind. Ja, bei Level 100 oder so. Genau. Ich freue mich. Sklaven kloppen. Ah ne, keine Sklaven. Normale Leute kloppen. Genau. Mit Eisen kloppen. Menschen kloppen. Eisen kloppen. Ja. Menschen kloppen. Ja. Also kloppen. Ja, kloppen. Oder zerhackstückeln. Meinetwegen auch das. Erst kloppen, dann zerhackstückeln. Ich glaube, da, genau darum, daran ging es. Genau. Und denk dran, Steinnasen spielen gerne Verstecken. Ach ja, das war die Scheiße. Scheiß Steinnasen. Können wir auch hier rechts hoch? Können wir. Lass mal rechts hoch, wir sind ja... Müsste ja derselbe Weg sein, quasi. Bloß den Skorpion da in Ruhe lassen. Skorpion King. Wir sind Skorpionkönig. Ja, da habe ich keine Lust. Der vergiftet uns. Oh, da hinten ist einer. Ach, den einen will ich mir schnappen. Du den einen mal zerhackstückeln. Warte. Okay, ich warte. Er wartet auch. Shit. Oh, gut. Okay. Ich dachte, ich könnte ihn zerhackstückeln, aber... Möchtest du ihn zerhackstückeln? Ach ja, ja, ja. Ich muss ja Herzen sammeln. Warte, warte, warte. Wo ist er denn? Hast du ihn gelootet? Ja. Perfekt. Ach, endlich wieder ein Herz. Willst du das Lager erlegen? Ah, ich habe irgendwie Bock drauf. Ja, dann lass uns doch das Lager looten. Guck mal, den einen locken wir uns nochmal an da.
Der ist auf jeden Fall schon mal pissig. Der ist jetzt meiner. Ja, gut. Kannst du noch looten? Guck mal, ob da noch einer ist. Knochen höre ich. Was, so ein Außenposten oder sowas hier? Das war's schon. Hm. Eine Kiste? Boah, gut. Arschlöcher. Hm. Na gut, dann weiter Eisen suchen. Ja. Hier ist wieder irgendein Zelt. Da oben links. Wollen wir versuchen hochzuklettern? Oh, hier wäre auch einer, oder was? Keine Ahnung. Oh, hier geradeaus ist auch was. Oh ja, und da oben ist eine Steinnase. Ja. Ah, da oben sind auch Steinnasen. Gehen wir voll auf, hier auf die Nase, die Steinnasen. Hey! Was ist das für ein Geräusch? Oh, Geister. Wo kann ich da mitmachen? Warte mal, wie war denn das? Verdammt. Lernt. Wo hast du das gesehen? Ah, ich auch. Scheiße, wie mache ich das? Nochmal. Ach, ich weiß, das war auf diese Kacktaste, mit der ich immer aufnehme. Oder? Ich will den Kriegstanz machen. Wie machst du den? Den? Ach so, wie kommst du in das Menü nochmal rein? Ah! Auf R! Ja. Kriegst sonst. Nee, mach ich nicht. Ich mach's auch nicht. Keine Lust. Egal, ich will das Eisen. Ah, Waffe wegstecken. Oh ja! Ach, Waffe wegstecken. Oh, oh. Ich mach den Hacker. Das hat wirklich was vom Hacker. Ich weiß nicht was. Ja, ja, stimmt. Hast du gerade geschrien? Ja, ich schreie. Hey, ich schreie auch. Ja, ja. Ah! Warte, ich komm noch mal näher zu dir, sobald ich fertig getanzt habe hier irgendwie. Hört der auch auf? Ah, nimm eine Waffe. Warte, ich mach das doch mal nah bei dir, dann haben wir ein schönes Bild. Ah, hier mit den Geistern auf jeden Fall. Cool. Tanz mal weiter. Bei mir zu werden keine Geister angezeigt. Dann haben wir ein schönes Bild. Aha. Okay. Wenn du eine Waffe nimmst, hörst du auf. Reicht ja auch. Conan, tanz nicht. Jetzt habe ich natürlich mein Menü weggemacht. Scheiße. Ah, so krieg's wieder. So, wir wollten ja da oben hin und ich glaube, ich sehe auch den Weg, wie wir da hinkommen könnten. Das ist nur so eine Idee, weil da war ganz viel und ich gucke nur gerade, wie wir hier runterkommen. Kann man nicht runterklettern oder so machen und nichts machen und so? Ey! Entschuldigung, bin ich auf die drauf gesprungen? Ja. Entweder habe ich keine Ausdauer mehr gehabt oder du hast mich gerade. Bist du tot? Nee, ich habe nur Auerweh. Oh, oh, warte mal. Jetzt kommt. Fackel! Sonne geht unter langsam. Mal gucken, wie viele Steinnasen wir töten müssen. Also, ich würde sagen, um da auf dieses Plateau zu kommen, müssten wir hier links gehen dann. Jo. Warte mal. Heinrich, kletter. Mach den Kletter, Max. Ah! Und gleich wieder Schaden genommen. Oh. Okay, hier gehen wir nicht weiter. Nein.
Gut, dass man jetzt klettern kann. Jo. Wir sind bestimmt falsch gegangen. Nö, ich finde, das sieht gut aus. Ja, aber früher wären wir hier nicht lang gekommen. Das meine ich damit. Der ist größer, oder? Nee, ist normal. Jetzt, wo man nicht mehr aufpassen muss, dass man sich gegenseitig tötet, geht das ganz einfach. Ja, man muss nicht mehr so auf die Taktik achten. Früher, bevor wir klettern konnten, hätten wir höchstwahrscheinlich eine Treppe hier hochgebaut. Ja, das stimmt. Trick 17. Versteckt sich hier auch nichts mehr. Da vorne ist doch einer, pass auf, oder? Ja, ich sehe auf jeden Fall einen. Ah, zwei. Siehst du, für jeden Spaß. Oh! Fuck it! Zu viel Spaß! Heinrich, weg da! Pfui! Aua! Ich helfe dir! Na bitte, geht doch! Ja, ich bin immer noch ängstlich, wenn so viele auf einmal kommen. Ich kann das nicht so einschätzen, wie stark wir sind mittlerweile. Ich finde, hier oben ist richtig dufte, ne? Also es ist richtig viel. Ich werde doch, glaube ich, gleich erstmal ein paar normale Steine rauswerfen. Ich hab fast 400 Eisensteine. Guck mal, da sind noch mehr. Geht noch weiter. Jetzt bin ich überlastet. Hört gar nicht auf, hier oben ist noch ein bisschen. Dann geht's noch weiter. Ist das eine Ebene, auf der man drauf sollte und nicht drauf dürfte, weil es sieht so eben aus? Hallo? Der war knapp. Wo bist du denn? Ich bin hier runtergeklettert. Weil das sieht so flach aus alles, weißt du? Ja, das finde ich nett. Hallo, wo bist du denn? Heinrich? Ja, ich dachte, vielleicht ist es irgendwie so ein Bereich, wo wir nicht hin dürfen. Hallo, da oben. Keine Ahnung, aber jetzt bin ich da. Hier. Runter. Guck an, fast eine Treppe hier. Oh, fast, sage ich. Ups. Und da oben ist auf jeden Fall wieder ein cooler Turm. Stimmt, jetzt könnte. Hier könnte man echt saugeil bauen, wenn man Holz hätte. Ja,
das Holz fehlt hier definitiv. Links hast du zwar ein bisschen Holz, aber es ist nicht viel. Und das ist auch ein mega geiler Ausblick hier. Ah. Oh, oh. Sieht richtig geil aus. Ist das noch Spielwelt? Cool. Also es gefällt mir richtig gut hier. Der Ausblick. Da unten ist der Fluss, glaube ich. Da ist nämlich diese zerstörte Brücke. Ja. Aber er musste ja voll die mega Treppe darunter bauen, um an den Fluss zu kommen. War eine richtig krasse Treppe. Ah, nee, bitte gehen hier an der Seite hier wahrscheinlich. Da hast du, das geht schon so stufenmäßig runter. Das würde sogar gehen. Aber auch da unten hast du nicht viel Holz. Nee, das Holz wäre hier echt. Das Holz ist der limitierende Faktor. Ich will gucken, ob ich da hochkomme. Wir müssen aufpassen, wir kommen ja gleich beim Stamm raus hier, ne? Hm. Oh, hier hinten kannst du sogar runtergehen. Auch das ist auch fein. Ach, wir bräuchten gar nicht so eine Klettertour machen, Mathilde. Hm? Hier hinten können wir einfach locker hoch. Einfach hier so einen großen Steinklumpen weghauen und dann bist du hier oben. Okay, also da, wo ich hoch wollte, komme ich nicht. Warte, ich muss mal... Wo bist du denn jetzt? Da bist du hin. Wir müssen was trinken und essen. Ich meine nur hier. Haust das Ding weg hier. Und kannst du hoch. Hast hier quasi schon einen Weg. Oh ja. Müssen wir uns merken, dann braucht man nicht so viel klettern oder so groß außen rumlaufen. Sogar eine Abkürzung. Stimmt. Eigentlich. Direkt am Stamm, kann man sich wunderbar merken. Mhm. Kann man nebenbei vielleicht nochmal so ein, zwei Guck Leute mal, da latscht eine Tussi. Genau. Die habe ich abgesehen. Hey, schieß dir nicht. Hey, Tussi. Ah, Blut. Blut für den Blutgott. Aua. Dumme Kuh. Don't take me. Ja, Jörg, nimm dich. Ist ja lustig. Wenn ich ihm deine 13 Steine. Und es war richtig weise, noch auf Belastung zu gehen, weil ich habe jetzt gefühlt 479 Eisensteine und 180 normale Steine. Nicht schlecht. Das läuft. Dann kann noch einen Ast mitnehmen und noch einen Stein, der im Boden liegt. Cool. Ja, finde ich auch. Wie lange geht unsere Aufnahme denn schon, lieber? Ja, eigentlich? Da wollte ich gerade darauf hinaus. Es ist ein bisschen länger geworden als sonst. Ich würde sagen, wir machen hier mal einen Break. Und ja, schaltet nächstes Mal wieder ein. Bei Conan Exiles. Abonnieren, kommentieren und liken nicht vergessen. Haut rein. Ciao. Genau. Tschüss.